Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Oh yeah. Und gestern haben wir ein bisschen was zum Analysieren vorbeigebracht. Und was ich gestern noch vergessen habe zu sagen ist, wenn ihr einen Gegenstand analysiert, dann wird das auch ja, weiter analysiert, solange ihr offline seid. Das heißt, 6 Stunden ist quasi die echte Zeit davon. Und ihr könnt quasi, was weiß ich, an den Strand gehen, euch sonnen und das Ding analysiert sich von alleine weiter. Das ist doch eine schöne Nummer, oder? Wir reisen jetzt mal hierhin zurück. Wir haben ja noch einiges an Quests da. Und ich hoffe mir auf jeden Fall, dass wir Seelenfalle bald mal hochkriegen. Dafür müssen wir es natürlich auch verwenden. Es sei denn, wir verwenden das einfach nur um... Ja, wenn wir einen Quest beendet haben, levelt sich das auch alleine hoch, ne? Eigentlich schon. Wir gucken mal kurz, wie weit das entwickelt ist. Offene Welt. Tja, irgendwie gar nicht, ne? Das Ding ist ja fast fertig. Theoretisch müssen wir eigentlich nur eine Seele einfangen, ne? Das würde ja wohl machbar sein. Wir holen uns erstmal hier die Quest hier, die wir noch haben. Und ich würde sagen, Gurikans Kopf holen wir ganz zum Schluss, wenn wir hier mit dieser Ebene fertig sind. Das wird, glaube ich, auch nicht so lange dauern. Habe ich da irgendwas kaputt gemacht? Es war das Chaos. Das reinste Chaos. Was war denn los? Der Angriff des Bündnisses. Das Schlimmste war, dass die Guar unser Blut gerochen haben und panisch geflohen sind. Jetzt sind sie draußen in den Schwefelbecken. Einige sind ertrunken. Arme, dumme Dinger. Wie kann ich sie dazu bringen, zurückzukehren? Haben wir das nicht schon mal gemacht? Legt ihnen Geschirre an. Sprecht ein paar beruhigende Worte. Sie sind wie Kinder oder wie bretonische Sklaven. Ich habe nur noch ein Geschirr übrig. Der Rest ging während des Angriffs verloren, aber ich wette, ihr könnt sie finden. Wenn ihr fertig seid, sprecht mit Jin A. Ich werde nach ihm suchen. Sammelt Geschirr für die Guar ein. Achso. Kriegen wir hin, ne? Sorry. Komm jetzt aufs Maul. Alter, brennen hier einfach alles nieder. Ich glaube, zack. Wo bin ich? Da bin ich! Haha. Keine Chance, dieses Schröder. Schröder hatte niemals eine Chance. So. Hau rein, mein Freund. Da läuft er los. Okay. Wir müssen in den Schwefelbecken nach Guar finden, die immer noch das Geschirr anhaben. Und die anderen haben sie halt nicht mehr. Oha. Komm her! Kassiere den! Ja, mittlerweile macht es doch schon ordentlich Schaden, ne? Oh, ich liebe meine neue Kombi. Die ist so genial. Krass. Oh. Ja! Nimm dies. Das war Nummer 1. Dann machen wir uns nochmal unsichtbar und betäuben den nicht, weil wir keinen Mana haben. Aha! Mein Mana hat sich wieder hergestellt. Jawohl. Wir hatten es schon lange nicht mehr so einfach, muss ich gerade sagen. Handgesponnene Schärpe, das ist gut. Ausdauertrank brauche ich nicht wirklich, ne? Die Pant, na gut. Komm, ich brauche Geld. Das hat sowieso nur einen Wert von 1. Den brauche ich nicht. Hallo? Weg mit dir. Ich muss an den Guar ran. Ich muss an den Guar ran. Danke. So. Dieses Geschirr hätten wir auch. Achso. Komm her. Ha, da wollte sie gerade ihre Fähigkeit einsetzen. Arsch. Lecken. Madame. So, komm, Ulti. Ulti? Okay, dann nicht Ulti. Wir haben keinen Seelenstein für den. Haben wir nicht Dutzende gekauft? Ach, die sind ja alle voll gewesen, ne? Ich erinnere mich. Nicht du schon wieder. Und Ulti. Ups. Das war nicht mein Ulti. Das war mein Ulti. Da ist nur 2. Jetzt habe ich dafür aber auch kein Mana mehr. Und deswegen könnten wir jetzt zum Beispiel zu Phase 2 unseres Plans wechseln und die 2-Händigkeit da rausholen, oder 2 Hände,
zwei Einheitswaffen rausholen und dann unsere Ausdauer, die wir noch haben, benutzen können. Das ist so perfekt. Ein Geysir, wie cool ist das denn? Affe, geh raus da! Oder bleib drinne. Ein bisschen Affenhäppchen wären auch ganz cool, ne? Ich glaube, der wird jetzt für immer da gefangen sein. Nein, doch nicht. Da hinten ist noch was. Ne, da waren wir gerade schon, ne? Oh, ein Guar. Ach, der ist ja tot. Och nein. Zünde das an. Ich zünd dich gleich an, ey. Okay, wir hätten erstmal den da töten sollen. Oh, der kann sowieso nichts machen. Da! Verdammte Scheiße. Naja. So, oh, Schuhe zum Auseinanderbasteln, das gefällt. Wo sind die ganzen Guas? Da hinten müssen wir hin. Oh. Haha! Easy! So, das Gold nehmen wir, den Mana-Trank brauchen wir nicht. Ich brauche so etwas wie Tränke nicht. Ich bin ein Mann. Männer brauchen keine Tränke, die machen alles mit der Hand. So. Wo ist hier lang? Schick Guar nach Hause. Ah! Guar! Da sehe ich schon den nächsten. Ich weiß nicht, haben wir noch Geschirr? Das machen wir dich platt. Dann sehe ich da Geschirr. Wie einfach elendlich krepiert ist an dem Kritischen. Komm, nehmen wir den Panzer mit. Und natürlich das Guar-Geschirr. Achso, den brauche ich nicht töten. Bei ihm legen wir ein Geschirr an. So, lauf nach Hause, mein Kleiner. Ist das der letzte? Oder der vorletzte? Es war... 3? Na gut, da ist noch was. Gehen wir erstmal dahin. Ich bin unsichtbar. Guck mich an. Wir müssen definitiv auch noch ein bisschen auf... Magiker gehen. Man sieht... Wir brauchen auf jeden Fall so viel Magiker, dass wir unsere Kombination ausführen können. Vielleicht zweimal hintereinander wäre ganz gut. Aber ich denke mal, das kommt von alleine, wenn wir jedes Mal einen Punkt drauflegen. Also 1, 2, 3. Es ist genau genommen eigentlich recht gut platziert, muss ich sagen, mit 1, 2, 3. Ich denke mal, damit werden wir vorankommen. Okay, einfach so unterbrochen worden. Kein Problem. Tja, wie er dahin leidet, weil er keine Chance hat, gegen mich irgendwas zu machen. So, ich brauche mehr Guar-Geschirr, ne? Da ist noch ein Guar, aber ich weiß nicht, ob ich noch Geschirr für den habe. Ja, doch, hat gereicht. Schick ein Guar nach Hause. Bist du ein Gegner? Achso, nee. Ah, der hat wieder Geschirr. Haha. Meins. Alles meins, verpiss dich. Geht doch. So. Ach so, wir haben insgesamt 2 Geschirr noch. Ja. Den Rest haben wir ja wieder abgelegt. So ist das, Leute. So ist das. Und da will jemand aufs Maul. Damit hast du nicht gerechnet, mein Freund, ne? Na komm, du kassierst einfach mal einen Uldi. Hör auf mich abzufackeln. So, Eisenstulpen nehme ich gerne. Oh, da haben wir noch Guar-Geschirr, aber ich glaube, wir brauchen keins mehr. Wir brauchen Guare. Jedenfalls eine nur noch. Und wir haben ja mehr als genug Geschirr. Hallöchen. Ha! Voll drauf reingefallen. Okay, das war doof.
Perfekt. Komm, mein letzter Gua. Du willst bestimmt nach Hause, ne? Perfekt. So, wo ist jetzt dieser Hanswurst? Map wollte ich. Was soll denn der sein? Ich wollte sprich mit Taste nicht gesehen. Da, den wollen wir. Ah, genau hinter mir. Da ist er. Ach, die Gua ist alle wieder da. Gute Arbeit. Der Großteil der Herde ist nach Hause gekommen. Eine Frage. Du bist ja eine Echse, ne? Soweit ich weiß, schwitzen Echsen nicht. Wieso hast du dir gerade den Schweiß von der Stirn gewischt? Nur mal so eine Frage. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Die Familie Otrys lässt diese Tiere mit Schwefel beladene Karren zum Markt ziehen. Aber sie sind ihnen nicht so wichtig wie mir. Ob ihr die Gua mögt oder nicht, ihr habt ihnen geholfen. Und mir. Ich denke, ich schulde euch dies hier. Ja, danke. Nur Scheiße. Abgeschlossen. Mal gucken, was sagt die Gruppensuche. Ach, die Gruppensuche hat einfach abgebrochen, ja? Na gut, lass uns mal da das versuchen. Ich will nicht einladen, ich will suchen. Vielleicht haben wir ja Glück in dieser Aufnahme. Und oh! Yay! Was haben wir denn mit den Gruppenmitgliedern? Wir haben tatsächlich... Wir haben einen Heiler. Und wir haben einen Verteidiger. Yeah. Wir sind ja nicht so gut wie ausgerüstet, ne? Wo sind denn meine Freunde unterwegs? Da ist unser King. Wo ist die andere Flitzpiepe? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Nee, der King ist ja da, ne? Und der Auftrag ist da hinten. Die Pilzkotte, ach, da sind die beiden. Okay. Vielleicht soll ich dir mal Hi schreiben, ne? Wie geht das bestimmt so? Hi. Okay. Einfach nur so, just for fun, bringen wir jetzt mal diese Modde hier um. So. Rang 15, mittlere Rüstung erreicht. Sehr schön. Als nächstes gucken wir uns mal an, was für ein Quest wir machen. Dazu öffnen wir das Journal. Ich denke mal, wir machen das Schicksal eines Freundes. Ich habe einen Aschländer namens Shuldrashi getroffen, die auf ihren agonischen Freund wartet. Ich habe Steht im stillen Wasser gefunden, aber er ist tot. Ich habe es geschafft, einen Dolch von seiner Leiche zu bergen. Ich sollte Shuldrashi bei dem Bauernhof in der Nähe von Kragenmoor aufsuchen, den sie erwähnte. Gut, da dieser Auftrag grün ist, werden wir den machen. Dahin. Das ist aber ein ganz schönes Stück, ne? Könnten uns das kleine Stück teleportieren von da nach da. Aber ich glaube, das hätte keinen Sinn. Naja, laufen wir ein bisschen. Komm, wir helfen dem Trottel hier nochmal. So. Bitteschön übrigens. Hab ich schon gern getan. So, hä? Willst du mich verarschen oder was? Was wollt ihr denn? Haha! Achso, jetzt bedankt er sich und hilft mir. Ja, bist ein ganz netter. Dankeschön. So, nehmen wir mal die zwei Panzer hier mit, weil die einen Wert haben. Und die stecken ja ohnehin. Hier ist auch noch irgendwo ein Quest, aber wir wollen erstmal den da hinten erledigen. Weil der grün ist. Wieso kann ich nicht auf dich zustürmen? Achso, ich habe keine Ausdauer. Naja, okay. Das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn man keine Ausdauer hat. Ich wollte mich gerade unsichtbar machen, du Arsch. Das war nicht unsichtbar machen. Haha. Leider unter meiner Macht. Übrigens verringern wir seine Rüstung, deswegen machen wir so viel Schaden währenddessen. So, Gold. Dankeschön. Und es brennt. Achso. Ihr seid Feinde, ja?
Zuerst mal den Bogenschützen, der hat ja so gut wie überhaupt kein Leben, ne? So, nochmal unsichtbar machen, nochmal betäuben. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich meine, kein Magiker. Na, machen wir die Ulti. Dürfte ja nicht reichen, um ihn fertig zu machen, ne? Schlappschwanz. Gold und Magiker brauche ich nicht. Auch wenn ich immer an Magiker-Knappheit leide. Im Endeffekt brauche ich das nicht. Ich bin ein Mann. Männer brauchen so etwas nicht. So. Ist aber noch ein ganz schönes Stück bis da hinten hin. Aber ich will halt zuerst die schwachen Quests machen, weil irgendwann, ja, wenn sie grau werden, bringen sie gar nichts mehr. Sie bringen sie überhaupt keine Erfahrung mehr. Das heißt, wir müssen den hier endlich erlegen, bevor wir den Rest machen. Und, ja, da. Du Alit. Hast du überhaupt keine Chance. So. Das war's für den Hans. Ich glaube, wir sollten uns auch irgendwie mal neue Seelensteine besorgen, damit wir unsere Fähigkeit aufrüsten können. Wir sind vollständig. Was ist denn das? Sind da einfach so Leute hier gespawnt? So, dann frage ich mal an, ob wir starten wollen. Das wäre doch mal cool. Wie geil wäre das denn? Wir sind vier! Ich hab's geschafft! Frage ist nur, wie wir das jetzt klären. Scheiße. Ich habe irgendeine andere Indie geholt, ne? Okay. Wer greift mich an? Wer greift mich denn hier an? Hallo? Ach, da bist du. Komm, schmeckt mein Ulti. Okay. So, dann müssen wir jetzt nur irgendwie zu denen da hinten hinkommen, ne? Vorher soll ich das hier ein. So, ich denke mal, wir können uns zum Anführer der Party teleportieren irgendwie, ne? Ich meine, sowas gelesen zu haben. Gut, versuchen wir erstmal dahin zu kommen. Ansonsten, ja, laufen wir zu Fuß hin. So wild ist es ja nicht. Wir kennen deine Innie, Freunde. Wir haben es geschafft. Ja. Uhuhu. Oh, das freut mich. Oh, das freut mich. Ich hoffe, ich kann mich zu unserem König da teleportieren. Das hatte ich irgendwo gelesen. Ich bin mir aber da nicht so sicher. Könnte auch ein anderes Spiel gewesen sein. Weil ich lese in letzter Zeit viele News, weil ich auf der Arbeit wenig zu tun habe. Gerade jetzt so in der Hochsommerzeit, weil alle am Strand liegen und ich bei der Arbeit bin. Erstklassig. So, ich möchte gerne zu King Arthur hier. Hm. Na gut, teleportieren wir uns hier hin. Wir laufen einfach mal zum King und gucken, was der da so treibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir uns auf den Weg dorthin machen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.